So, weiter geht's. Komischer Name für ein Bar. Wer ist die komische Bar hier? Shellac? Wie die Shellac-Platte? Sehr gut, wir müssen uns jetzt langsam sich um die Kranken und Schwachen kümmern. Ich brauche nämlich wieder Gegenstände, die ich verkaufen kann. Hilfe, hilf mir! So. Klingt weg von den Typen. Das ist ja Cruiser? Das ist tatsächlich ein Cruiser. Wo kommt der da hinten noch her? Aua! Oh, die hat's weggeritten. Aua! Die fliegen aber echt weit. Man bedenkt, dass das Kiyo genug Kraft haben muss, um die genau der gegensätzlichen Kraft widerstehen zu können. Ich habe eine Lektion gelernt. Hey, du hast es diesen Schlägern gezeigt. Vielen Dank. Nimm dies. Das ist auch nur gerade meine Verlust. Na gut, wir wollten eigentlich in den Park gehen, den örtlichen. Siehst, ich wollte irgendwie noch eine Jacke für den örtlichen Penner finden. Was ist denn hier los? Also früher gab es hier Kämpfe und was ist das jetzt? Hm? Huh? Warum haben sich alle diese Leute hier versammelt? Hey du! Du siehst aus wie ein ziemlich starker Typ. Was? Warum werde ich hier von einem komischen, random Typen auf der Straße begrüßt? Tja, ich bin ein ziemlich bekannter Straßenkämpfer in diesen Gegenden hier. Was dir? Willst du noch einen kleinen Kampf genießen? Das ist lächerlich, aber wenn es keinen Grund zum Kämpfen gibt, warum soll ich es tun? Ha! Aber es gibt einen Grund. Wenn du mich dazu bringen kannst, mir zu sagen, dass ich aufgebe, dann kriegst du 10.000 Yen. Aber wenn du verlierst, dann bist es du ihn, der zahlen muss. Na gut, ein One-on-One-Fight für 10.000. Alles klar. Nein, bist du interessiert? Ja, bin ich. Na gut, lass es uns tun. Na dann, ist nicht meine Schuld, wenn du auf die Fresse kriegst. Punch-Out-Artist. Oh, Level 21 bin ich schon. Obwohl, das ist eher wie Minecraft-Level. Genug! Du bist ein ziemlich harter Typ. Ich denke mal, du schuldest mir 10.000 Yen. Oh, tue ich? Ein andermal vielleicht. Ich erinnere mich gerade an einen dringenden Termin. Hey, du gehst hier nicht zurück mit deinem Deal, oder? Ich hab nicht gesagt, dass ich aufgebe. Ich habe dir gesagt, das habe ich dir auch gesagt, bevor ich aufgebe. Wenn ich sage, ich gebe ab, dann gewinnst du. Ernsthaft? Tja, also technisch gesehen hast du diese Wette verloren. Ich sollte dich Geld fragen, aber ich bin nett und lass es diesmal laufen. Also gut, dann bist du bereit für mehr, was? Tja, sieht aus, als wirst du noch ein bisschen mehr verletzt worden. Was? Also willst du hier den harten Ball spielen? Na, ist klar. Das habe ich vorher nur ein bisschen rumgespielt, aber jetzt kriegst du die volle Kraft. Du wirst tot in Sekunden sein. Na, dann hör auf zu labern, sondern zeig, wo dein Geld steckt. Ist das so? Na, dann gebe ich dir, was du gefragt hast. Jungs, ich habe einen kleinen Job für euch. Lol. Ha, was sagst du jetzt? Wirfst du das Handtuch? Ich denke, das war's nicht genug, Leute. Da, wer hat denn da so einen großen Mut? Haut diesen Punk zusammen. Punch-Out-Artist, immer noch. Also, es ist nicht Artist, es ist nur ein Punch-Out. Langsam, das ist ein bisschen wie beim Billard. Langsam noch zusammenstehen. Ach, Scheiße. Der lebt doch halt. Ich dachte, ich hätte auch das schon umgehauen. Kawaruko? Kai. Nigeshi. Hat sie irgendwie was zu essen? Ist das jetzt eigentlich immer noch normal? Ich habe den Schwierigkeits gar nicht runtergesetzt. Also ja, ist es. Glaube ich zumindest. Bist du eine verdammte Bestie? Also, gibst du jetzt auf? Ja, ich gebe auf. Du hast jeden Yen verdient. Hey, 30.000 Yen. Wuhu! Hey. Jeder, der so tut, als wäre er so stark, zeigt nur, wie schwach er eigentlich ist. Hey, ich habe hier noch nichts P gekriegt. Jetzt muss ich aber kurz noch was essen. Wer ist er hier? Die Nebenkisten wie kürzer. So, wie wär's mit einem Kabarettclub? Wir geben dir ein wirklich süßes Mädchen. Na toll. Ist das hier? Ist das noch so? Kanrei. Es ist bestimmt kein Rest. Doch, es ist ein authentisches koreanisches Barbecue. Das klingt lecker. Wir gehen da essen.
Guten Tag, ich zeig dir deinen Tisch. Hast du dich bereits entschieden? Stone Crypt im Bama, Kimchi-Kombo? Ich kann mit Kimchi übrigens nichts anfangen, ne? Ach komm, ich esse einen Hirami. Was auch immer das ist. Zum Hochheilen wird es ja wohl reichen. Oh. Yay, das schmeckt großartig. Das Essen bringt 98 Erfahrung. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sir. Na gut, dann wollen wir mal in den Park gehen. Was kann schon schlimmstenfalls passieren? Ich habe auch noch keinen Mandel gefunden. Ich kann mich auch nicht erinnern, ob ich jetzt einen Mandel... Oh. Ein Anruf? Unterdrückte Nummer. Ich denke mal, ich soll dran gehen. Es tut mir leid, dich anzurufen, Sir, aber... Das ist der JKO-Service. What? Ich rufe von einem Sammelservice ein, um dich darüber zu informieren, dass dein, deine monatliche Schuldenzahlung fertig ist. Was? Ihre Schulden, Sir, die du genommen hast. Es ist 10 Jahre her, dass du die Minimalzahlung von 240.000 Yen geschuldet hast. Oh, wir haben Shinji nie das Geld zurückgegeben, oder? Aber warum sollte Shinji das... Ach so! Wo guckt der? Das ist ein NPC, der guckt. Bist du in der Lage, heute das Geld zurückzuzahlen? Ja, bin bereit zu zahlen. Habe ich mir Geld ausgeliehen, ohne mich daran zu erinnern? Wenn ja, muss ich es wirklich zurückzahlen. Alter, also, ich werde bezahlen. Vielen Dank, Sir. Kann ich für den aktuellen Ort fragen? Naden Westpark. Vielen Dank. Bitte bringen Sie 42.000 Yen, das ist die Schuld ist. Wir sehen uns am Eingang des Westparks. Einer unserer Vertrauten wird einen Anzug tragen, der sich um den Rest kümmert. Wenn du nicht in der Lage bist, ihn zu treffen, musst du weitere 10.000 Yen zahlen. 100.000. In diesem Fall schicken wir jemanden direkt. Bitte habe das im Geist. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Klick. Es würde besser aussehen, wer dieser Mann im Anzug ist. Oh, es ist tatsächlich eine Nebenquest. Ich dachte, das wäre die Hauptquest, dass es so wie Shinji ist. Warum würde ein Typ wie du hierher gehen wollen? Die Leute, na verdammt, das sind nicht nett zu Yakuza. Hey du, weißt du, wo der Eingang dieses Parks ist? Kann ich vorher eine Zigarette haben? Hier. Ah, vielen Dank. Also, weißt du, wo der Eingang ist? Ungefähr. Was? Suche einen Mann mit einem Pferd? Warum ein Pferd? Also, ich weiß es nicht. Ich habe dir bloß gesagt, dass du nach einem Mann mit einem Pferd Ausschau halten wirst. Wenn du zu doof bist, es rauszukriegen, dann hast du nichts verdient. Achso, der Eingang hier ist tatsächlich ziemlich zu. Na gut. Aber der Eingang ist auch da vorne. Der Eingang, das ist doch Verdammnis. Versuch dich umzusehen oder hau einfach ab. Niemand wird dir was erzählen. So, wo ist die Person im Anzug? Das ist der Westpark-Eingang, aber jetzt muss ich den Mann im Anzug finden. Es gibt genau einen. Da muss er sein. Guten Tag. Hey, bist du der Schuldensammler? Das ist der Typ, mit dem ich gerade telefoniert habe. Ja, das bin ich. Ich habe auf dich gewartet. Also, hast du das Geld bei? Ich habe kein Geld. Ja, ich habe wirklich kein Geld. Yeah. Ich habe so viel Geld nicht. Aber hast du nicht gesagt, willst du zurückzahlen? Ja, ich kann mich nicht erinnern, von irgendjemandem so viel Geld ausgeliehen zu haben. Hey, das, dämlichen Schuldner, der seine Schulden zurückzahlen will, hast du aber eine ziemlich, ziemlich tolle Haltung. Selbst ein Kind weiß, dass man es zurückgeben muss, wenn man etwas schuldet. Ich hab dir aber gesagt, ich habe noch nie irgendwas ausgeliehen. Na gut, wenn du nicht bezahlen willst, dann muss ich dir das Geld halt aus dir rausschlagen. Ich weiß immer noch nicht, um welches Geld es geht. Ein Geldhai. Hat nicht lange durchgehalten. Was ist mit dir? Stärke ist ja gewaltig. Tja, ich habe auch gedacht, dass du mich reinlegen willst. Also jetzt hör mal zu. Was? Erzähl deinem Boss, ich werde meine Zeit damit verschwenden, mit diesen dämlichen Anrufen.
Natürlich nicht. Ich werde es dir gleich erzählen. Hier, nimm das. Bitte lass mich gehen. Sakura Storm? Hey, das ist das Schwert. Das kenne ich schon. Diese Scammer werden ja immer kreativer mit ihren komischen Scams hier. Ich will nicht annehmen, dass jeder versucht, mich herzusingen, aber das ist da, wo ich gerade stehe, oder? Also wirklich, wir haben noch keine einzigen Nebenquests gehabt und das langsam wird so fast langweilig, muss ich sagen. Wir haben sie Level 28. Ich sollte mal vielleicht, bevor ich diesen Eingang hier nutze, im Klo, wie ich weiß, davon ist er auch, sollte ich vielleicht mal anfangen, hier was zu leveln. Body, Dragon, gut, kann ich eh machen. Technik, was kann ich hier noch leveln? Charge Knee Strike? Nee. Gibt's denn hier noch Body? So, ich kann entweder leveln, dass ich mehr Lebenspunkte haben will. Destroyer Secret, gorgeous. Das boostet your Attack Power, wenn your health is full. Das Problem ist, es ist halt irgendwie nie. Was gibt's denn danach? Boostet, ah gut, Attack Damage, na gut, das muss ich ja nicht. Spry Mastery, reduce the damage you take when you're thrown by an enemy, only when you're calm. Na gut, ich verliere die Hitzenadel, wenn ich das voll hab. Weil es ist viel billiger, als andere Dinge zu machen. Ja. Die kosten jetzt wahrscheinlich alle 10, oder? Ja. Considerable, oh guck mal, das ist viel. Gut. So viel war es dann doch nicht. Gut, da haben wir den inneren Kreis. Was ist das nächste? Mehr Lebenspunkte. Achso, ich spreche nicht so leicht zusammen. Na gut, dann kann ich ja das hier leveln. Das kostet ja auch 10, verdammt. Soul? Ja, Sense of Disarming. Oh, Leute entwaffnen ist vielleicht etwas, was ich tatsächlich mal leveln kann. Also gut, so richtige Entscheidungen sind bei diesen Erfahrungsbomben echt nicht drin. Ne? Das ist halt. Kann ich einfach so speichern? Was? Achso, ich kann jetzt einfach eine Landschaft speichern. Oh. Oh. Das macht's natürlich leid. Warte mal, was stand da gerade als Schwierigkeit? Settings? Wie viel Kulti ist noch? Also ich kann die Schwierigkeit runtersetzen, wenn ich wollte. Ich lasse die jetzt aber erstmal, wie es ist. Das ist ja... War ja bis jetzt eigentlich ganz in Ordnung. Das Tor scheint tatsächlich der Zugang zu sein. Es sagt, das ist nicht in Betrieb. Ja, aber das interessiert mich ja nicht wirklich, oder? Ich will mich nach einem Pferd umsehen. Hm. Tja, willst du in den Park gehen? Das ist der Plan. Ja, das ist der Plan. Du solltest nicht. Das ist verdammtes wegen einem Grund. Deine Seele wird da bleiben. Was meinst du? Der Platz ist verflucht. Jeder Mann, wenn einmal ein Mann da reingefallen ist, wird er immer schneller reinfallen. Das wird unmöglich rauszukommen. Und wenn du einmal den Drang der Unterwelt verspürt hast, wird das Land der Lebenden dir langweilig erscheinen. Ich warne dich jetzt. Bleib draußen. Ich habe keinen nicht vor, runterzufallen. Ich möchte nur jemanden besuchen. Das wird dein Begräbnis sein. So oder so. Sei vorsichtig. Eigentlich hat mir die andere Quest bereits gespoilert, dass ich hier... Oh. Ja, wer seid ihr denn? Die mich noch aus dem Vorgänger kennen? Na, Anta. Harigami attaro. Shio Genkin. Hast du nicht das Schick gesehen? Hab ich gesehen. Ja, nani saretemo monku ne na. Wenn du dich nicht, ach, das Fegefeuer. Na gut. Übersetzen wir das in Zukunft mit Fegefeuer. Wenn ich nicht an die Regeln halten kannst, dann wirst du dich spüren. Oh. Die wollen nichts mit Yakuza zu tun haben? Kiro te itten da. Koshu benjo wa minna no mon daro. Teme. Hai. Hai. Lass sie durch. Die Überwachungskameras ist super im... Hallo. Diesen Weg bitte. Ich bin gegen Kiyo-san. Ich glaube, schwarze Leute sind in Japan relativ ungewöhnlich, oder?
Der Park sieht immer genauso aus. Ob der Typ hier mittlerweile zum Lord des Parks geworden ist, dem wir mal geholfen haben vor 100 Jahren? Sieht eigentlich immer noch ziemlich gewöhnlich aus. Boss wa chika no ichiban oku de omachi shitemasu. Dozo. Der Boss wartet am Ende des Untergrunds. Also wir müssen nämlich die Fegefeuergeschichte sehr ernst. Oh, es gibt noch mal einen Waffenladen. Oder arbeitet ihr einfach offiziell? Die Stimme ist groß. Was brauchst du? Ich kann doch bestimmt wieder welchen Mist verkaufen, oder? Habe ich noch was gefunden? Nein, nicht wirklich. Was ist denn das Sakura Storm W? Dieses berühmte Schwert ist. Das kenne ich auf jeden Fall. So, gut. Ich habe leider immer noch kein Geld, um die Kettenrüstung zu kaufen. Was? Warum muss man im. Ach so! Mein Inventar ist voller Fragezeichen, weil er hier. Old Stun Gun? Warning Sign? Bulletproof Glass Amulett. Comfy Souls. Manga Magazine. Dieses Magazin wird von Jung und Alt gelesen. Es ist dick genug, um ein bisschen Schutz zu geben. Wenn was eigentlich ist. Können wir noch reden? Boss wart. Dozo. Der Boss erwartet dich unten. Warum auch immer hier irgendwelche Händler rumstehen? Bist du noch mehr Leute, mit denen ich reden kann? Wenn ich schon mal hier bin. Ein paar schöne saubere Klamotten, die du trägst. Pass auf, dass du nicht dass sie dir nicht abgerissen werden, überfallen werden. Dass ein Überfall mich schön zu tragen, so wie du, ist ziemlich gefährlich. Warte mal, den kennen wir doch. Ha, die Art und Weise, wie du gekleidet bist, deine Bauweise, deine Augen. Du musst ein erfahrener Kämpfer sein. Was zur Hölle? Bist du nicht ein bisschen alt, um Kämpfer zu suchen? Ha! Unsinn! Es ist Hawkish Peddler. Was ist, wie übersetzt man am besten Peddler? Ich bin noch nicht, wer selbst wenn ich jetzt bekämpfen würde, würde ich leicht gewinnen. Und ich bin nicht so dumm, dass ich mich von einfachen Beleidigungen provozieren lasse. Allerdings, dass du mir gegen, dass ich nicht kämpfen würde, nicht gegen einen alten Mann kämpfen würde, hättest du dich schwer geschnitten. Ha! Also bist du nur ein weiterer Punk. Was eine Verschwendung. Verschwendung, in der Tat. Deine Aura vibriert. Nicht doller anders als ein Drache. Und wenn der Drache vollständig erwacht wäre, würde ich aus dem Kampf nicht unversehrt hervorgehen. Aber jetzt, so wie es aussieht, sind die Schuppen des Drachen ziemlich blass und fallen ab. Warum würde ich ein so unentwickeltes Potenzial nicht eine Verschwendung nennen? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber es ist nicht so, als hätte ich Zeit, um zu reden. Spiel mal Jong, wenn du dich allein führst. Ich entschuldige mich, wenn ich dich verärgert habe, aber ich bin mir unsicher bei deinen jetzigen Fähigkeiten. Ich werde warten, deine Werte schauen. Ich weiß, dass du keine Zeit hast, dich zu unterhalten. Hau ab! Verdammt, das stimmt mit diesem Typen nicht. Ich weiß nicht, ist das der Typ, der in der Majima-Quest mit dir geredet hat? Ich weiß, dass dieser Ort hier. Eine verlorene Seele des Fegefeuers. Ich weiß, dieser Ort sieht von außen schlecht aus, aber ich mag es hier. Es ist meine Heimat. Außerdem, wo sollte ich sonst hingehen? Der Eingang ist tatsächlich ziemlich dolle zu. Ich ahne übrigens, dass die Frauenquote hier gleich null ist. Ich kenne nicht einfach, welche Leute besuchen. Aber schön, dass er sogar eine Glühbirne vor der Haustür hat. Und wo muss er ja anscheinend Strom hierher kriegen? Lokal I4. Yay. Genau, welche Nebenquests für mich warten? Und hier war doch die Hütte, wo ich mich damals versteckt habe. Also die haben auf jeden Fall ordentlich Bauplane. Genau, hier war unser alter Kumpel damals. Glaube ich. Der hat ziemlich viel Bauplan abgegriffen. Na gut, denn die Selbstklamotten sehen übrigens auch ziemlich sauber aus.